Vorstellung zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich ver... Wenn ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Scheiße. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Er hat schon ein bisschen den Schaden, der Mann. Tinderbox. Ja. Jetzt mal so ein Lichtchen anzünden. Ich habe ehrlich zu wenig von diesen Dingern. Altarraum, Eingang. Altarraum, Altarraum. Der alte Raum. Altarraum, ein Raum mit einem Altar. Cool. Guck mal hier auf. Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten konnten, konnte das Ritual beginnen. Tinderbox. Und hier? Eine Notiz. 15. August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Das ist ein bisschen heftig, ne? Please, I didn't do anything. Oh, Mensch. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Oh, der ist behindert, dieser Alexander. Warum geht die Dings auf? Warum ist es hier so dunkel? Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Junge. Langsam echt einen Schaden. Altarraum, Haupthalle. Komm schon. Ich geh da nicht so offen rein. It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both.
Ich habe ihn mal ausreden lassen. Boah, warum ist hier so rot? Ja. Boah, ich hab solche Angst, ey. Ist auf einmal so ruhig hier. Monster gesehen? Ja. Was ist das denn hier? Oh, also eiserne. Ah! Mann! Schrecklich! Eiserne Lady oder sowas. Oh Mann! Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden, aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spritzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut seinen Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass sich soeben sein Auge aufgespießt hatte. Und es nun auslief. Kann ich da auch rein? Wenn ich dagegen laufe, kriege ich dann Damage. Mein Gott, ey, das ist so ein Scheißding. Oh, 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 ein Kugelstück. Ein Stück von dieser einen Kackkugel. Was haben wir hier? Einen Knochen. Sonst nichts, Gute. Hier noch etwas. Oh, Laudanum. Hier bestimmt eine Tinderbox. Sag ich doch. Ah, sowas von klar. So. Geh einfach mal hier lang. Junge. Junge, ich höre dauernd Geräusche. Ganz ruhig. Ich hab Monster gehört. Wieder diese Musik, diese Musik, das man Bescheid kriegt, dass hier ein Monster ist. Oh. Junge. Was ist das überhaupt? Das Gewebe ist ziemlich weich und es sollte. Okay. Ja, Hammer und Meißel. Gifthose. Alle Räume untersuchen. Was ist das denn hier? Ich mag rot nicht. Machen wir wieder normal. Kann ich hier rein? Ich will wieder raus. Was ist denn das? Die Kuh. Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er,
dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den Bullen brüllen hören. Boah! Da ist nichts drin. Aber ich kann ihn nur gerne mal anzünden. Ach, meine Fresse! Mann, wird ja immer schlimmer hier. In der Box. Zu in der Box. Ach, ich will hier raus, ey. I have Angst. Gar nicht, wo ich lang muss. Ich gehe einfach kreuz und quer. Ich kann auch gar nichts sehen. Ist hier was? Nö. Sollte. Wird hier vorbeikommen. Und mal ganz kurz eine Pause. Oh, kleine Pause gehabt. Jetzt gucke ich einfach mal, ob der Stige da ist. Hallo? Diese Zombies hören sich auch manchmal an wie Mammuts. Die machen ja manchmal so, so Mammutmäßig Geräusche. Junge, ich bin so angespannt, ne? Ist richtig abnormal. Ganz ruhig, Konzentration. Mal auf, hier irgendwo alles zu knacken. Kann ich gar nicht ab. Mann! Ne, hier war ich noch nicht. Oh, Flashback. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Das Rad nochmal anfassen. Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden.
Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um sein Bein legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Junge. Drehen wir das Rad mal. Andersrum vielleicht? Der Hammer! Ach du Scheiße. Wie viele Stücke sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Wie viele Stücke sind denn das? Seine Bruchstücke liegen in... Ja, müsste ich eigentlich alle haben. Jetzt kommt bestimmt der Mammut hier wieder. Mal da lang. Vielleicht ist hier ja noch was. Leichte Kopfschmerzen. Hier rüber, ohne Witz. Geht nicht. Ich habe es ohne Ende probiert.